Wir fangen an mit Just Nero. Wir fangen an mit dem Video von Just Nero. YouTuberin ist laufen, vor laufender Kamera Katzen. Das ist eine Sache, die ich persönlich nicht gutheißen kann, auch wenn ich keine Katzen mag. Ich habe Katzenohren, ne? Mag aber keine Katzen, weil ich Katzenallergiker bin. Okay, wir fangen an mit Just Nero. Na? Na? Kurzer Reminder. Wenn die Friseure wieder offen haben und ich nicht mehr aussehe, wie mit einer Brotkante aus dem Wald gelockt, fange ich an, auf Twitch zu streamen. Oh, damn. Ihr könnt mir gerne schon mal ein Follow da lassen. Der Link dazu ist oben in der Beschreibung. Ihren Bruder Nero wird auf jeden Fall mal geradet an der Stelle hier. Vor kurzer Zeit habe ich ja ein Video über den widerlichsten YouTuber aller Zeiten gemacht. Was ich bis dato nicht wusste, es gibt eine YouTuberin, die dem Ganzen schon fast noch eine Schippe obendrauf legt. Oh, damn. Es geht um VASMR. Bevor jetzt jemand denkt, ach, das ist wieder so ein So-Young-Ding. Nee, irgendwie noch schlimmer. Ihr kennt doch bestimmt alle diese Katzen- und Hunde-ASMR-Videos. Ja. Tier wird vor die Kamera gesetzt und isst irgendwelche Dinge. Ja, das ist übrigens die einzige Form von ASMR, die ich mir geben kann. Aber stellt euch jetzt mal Folgendes vor. Es gibt da diese eben genannte YouTuberin, die das Prinzip davon nicht so ganz verstanden hat. Und es also sie setzt sich einfach vor die Kamera und isst eine Katze, oder was? Perfekt. Kurzerhand andersherum macht. Diese Frau setzt keine Katze vor eine laufende Kamera, die etwas isst. Diese Frau setzt sich vor eine laufende Kamera und isst Katzen. No. Falls ihr noch nicht komplett im Unglauben versunken seid, es wird noch schlimmer. Oh, no. Sie kommt aus Vietnam und man könnte meinen, dass es dort völlig normal ist. Dazu kommen wir aber später noch. Ja, kulturelle Gegebenheiten hin und her, das ist trotzdem echt wack, oder? In der Regel, wenn dort noch Katzen oder Hunde gegessen werden, werden diese wie ganz normales Fleisch, also als würdest du ein Stück Steak bestellen, serviert. Aber selbst das macht diese Frau nicht. Achtung, wegschauen für Leute, die sowas nicht sehen können. Ja, aber an der Stelle meine Viewer und Zuschauer auf YouTube, haltet euch die Augen zu, der kippt euch Säure in die Augen, macht's bitte nicht, guckt einfach weg. Warum isst sie dieses Essex, Fleisch Digga, nicht Dankeschön. Wie jeder andere dort auch? Ganz einfach zu beantworten, weil es so besser funktioniert. Mit diesen Videos setzt sie voll auf den Schockeffekt und man sieht es an den Klicks, es funktioniert zu gut, um wahr zu sein. Das erste Video hat über 1,3 Millionen Aufrufe, da liegt es natürlich nahe, dass man weiterhin so... Bro, 99.000 Dislikes. Was für eine Muchkaspe, Gachpe. ...solche Videos macht. Drei weitere mit Katzen folgen. Alter, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Die 1-Million-Klick-Marke bei nicht mal 5.000 Abonnenten damals zu überschreiten, ist natürlich unfassbar schwer. Außer man provoziert halt Skandale, wie bei dem hier. Ganz am Anfang hat sie sowas noch nicht gemacht. Vielmehr waren es sogar zum größten Teil vegane ASMR-Videos. Ja, nice. Warum bleibst du nicht einfach dabei? Es ist so traurig, wie Menschen sich für Klicks einfach selber verkaufen, Alter. Wie die wirklich auf jedes moralische Grundrecht von Tieren, auf Menschen, auf Anstand, Digga, Chat sagt's gerade schon, komplette Muchkachpe, wirklich. Einfach nur widerlich, wie darauf geschissen wird, nur um ein paar Views abzuräumen und dann später... Das Köftespieß-Emote ist jetzt hier nicht gerade das angebrachte Charakter. Das Köftespieß-Emote ist jetzt absolut nicht angebracht an der Stelle hier. Eher das Much-Emote. Danke. Das einzige Problem dabei, es hat sich keine Sau angeschaut. Über einen Zeitraum von 4 Monaten mit fast täglichen Uploads hat sie es kaum geschafft, mal mehr als 50 bis 500 Aufrufe zu erzielen. Dominik, das ist danke, ja an sich überhaupt nicht schlimm. Warum sollte es das auch sein? Trotzdem sollte man sich dann mal den Gedanken machen, woran es liegen könnte, dass andere YouTuber es damit schaffen und man selber nicht. Zuallererst sollte man sich zum Beispiel mit der Qualität der Videos auseinandersetzen. Hey. Ich meine, wer schaut sich schon gerne ASMR-Videos an, bei denen das Hintergrundrauschen lauter ist als das eigentliche ASMR? No joke, zieht euch das mal rein. Gut, die wohnt halt in Vietnam, da sind halt sehr, sehr viele verschiedene Tiere am Werk, die Geräusche machen. Es ist wirklich unerträglich. Aber trotzdem ob belastend, ob es daran liegen Alter. Könnte, dass man ASMR-Videos normalerweise nicht mit einem Billig-Headset aufnimmt? Höchstwahrscheinlich. Denkt sich diese Frau jetzt, nehmen wir mal ein wenig Kohle in die Hand, um die Grundqualität zu verbessern? Höchst unwahrscheinlich. Ja gut, vielleicht hat sie auch keine Kohle, ne? Also. Nein, lieber nehmen wir jetzt mal ein wenig Geld in die Hand, um die Zuschauer zu schocken. So kam auch das erste krasse Video von ihr zustande, in dem sie einen Hund aß. Wow. Oh, Scheiße. Mal abgesehen davon, dass das widerlich aussieht. Das sieht widerlich aus. Wer isst denn sowas? Mal im Ernst. Ey. Und es kommt halt noch schlimmer. In Vietnam wird im Verhältnis am zweitmeisten Hund weltweit gegessen. Direkt nach China. Aber ja, ich meine, das sind halt da kulturelle Gegebenheiten. So, das sind halt leider da Nutztiere und ebenso Tiere, die genauso verspeist werden wie hier bei uns, halt Hühner, Rinder und so weiter und so fort. Und ich möchte mir jetzt auch gar keine ethische Diskussion jetzt hier erlauben, ob eventuell ein Hundeleben mehr wert ist als ein Rinderleben. Natürlich mag das in unserer westlichen Kultur so sein, weil wir einen ganz anderen Bezug zu diesen Tieren haben. Ich bin da ganz ehrlich und sage, beide Tierleben sind gleich wert, gleich viel wert. Natürlich ist uns ein Hund als Tier sehr viel vertrauter und nahbarer. Ich habe selber einen Hund und natürlich würde ich auch viel eher einen
einen Rindfleischburger essen als ein Hund. Gut, ich esse gar nichts, ich bin Vegetarier, das mal davon abgesehen. Aber still ist das damit nicht entschuldigbar für mich. Also damit zu entschuldigen, dass halt die kulturellen Gegebenheiten vor Ort nun mal so sind. Also man muss das nicht unbedingt in der Öffentlichkeit zelebrieren und daraus einen Hype machen, Alter. Läuft bei denen nicht so ab wie zum Beispiel bei uns mit Schweinen. Dazu gibt es am Ende übrigens auch noch ein paar Worte. In Vietnam war der allergrößte Teil der servierten Hunde nämlich vorher mal ein Haustier. Es ist aber nicht so, als würden sich die Besitzer denken, ja, kein Bock mehr auf das Tier, hauen wir mal den Grill an. Nein, es gibt dort förmlich einen eigenen Wirtschaftszweig, der es sich zur Aufgabe macht, Haustiere zu stehlen, diese zu schlachten und dann als Fleisch zu verkaufen. Stellt euch mal vor, ihr würdet da leben. Was? Dort laufen Typen rum, die eure Hunde klauen, diese auf widerlichste Weise knüppeln, aufschlitzen oder sonst was. Und die kommen auch noch damit davon. Oh, fuck. So gibt es weder strikte Regularien, die das verbieten, noch ist der Verkauf des Fleisches anschließend irgendwie strafbar. In den aller seltensten Fällen wird da irgendwo mal irgendwie jemand belangt. Warum macht man das dort? A. Hunde... Ey, damn, what a bummer at the beginning. Fuck, man. Fleisch ist super teuer und gut zu verkaufen. So kosten 100 Gramm Kuh angeblich zwischen 12 und 30.000 vietnamesischen Dong. Oder zum Vergleich, ein Kilogramm Reis ungefähr 21.000 Dong. Ein ganzer Hund hingegen hunderte von Millionen. Krass. Das Land ist wie gesagt verhältnismäßig arm. Und Hunde klauen und schlachten steht kaum unter Strafe. Klingelt bei euch da was? Außerdem gibt es noch den kulturellen Aspekt. Ja, das ist wahrscheinlich Delikatesse. Man glaubt nämlich, dass es Glück bringt. Ja, ja, genauso wie es Glück bringt, sich Einhörner, Alter, zu das Horn von einem Einhorn irgendwie in den Arsch zu streuen, damit besser zu bumsen. Ja, 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 da glauben wir alle dran, Alter. Ich wünsche mir so sehr, dass es einfach die Nebenwirkung hat, dass diese Menschen, ach, ich spreche es gar nicht aus, Alter. Die Tiere zu essen. Mittlerweile stellt sich die Regierung in Hanoi allerdings dagegen. Der Knüller ist aber noch, was die Regierung als Hauptgrund angibt, warum die Bürger damit aufhören sollen. Etwa weil schwere Krankheiten davon ausgelöst werden können? Oder weil es verdammt nochmal barbarisch ist? Nö, weil das Image der schönen, modernen Hauptstadt darunter leiden könnte. Ah ja, ja, nee, klar. Jetzt fragen sich vielleicht einige, warum ich euch das überhaupt erzähle. Denkt nochmal darüber nach, dass der allergrößte Teil davon Haustiere waren und werft dann nochmal einen Blick darauf. Vielleicht wäre es jetzt auch nicht richtig zu sagen, dass der ganze kulturelle Aspekt Schmutz ist, aber der ganze kulturelle Aspekt ist Schmutz. Ja, das kann man aus der westlichen Kultur so heraus schwierig argumentieren. Das hat ja immer eine lange Historie und oftmals ist es ja so, dass dann halt einfach gegessen worden ist, was gerade da war. Das mag eventuell fehlerhaft sein, das so zu sehen, aber in China zum Beispiel hat das ja auch einen Grund, warum da Fledermäuse verspeist worden sind, weil sie irgendwann als Naturalressource freigesprochen worden sind und diese Leute halt nichts anderes zu essen gehabt haben. So, aber jetzt ist das halt nicht mehr notwendig, also dann könnte man damit ja auch aufhören, ne? Mit einem simplen, ja, das ist dort halt so, ist es nicht getan. Man muss anfangen, etwas dagegen zu sagen, ja, sonst voll. Passiert ja nie was. Voll, zurück voll. Zum eigentlichen Thema. Unsere YouTuberin hat gemerkt, dass es klicktechnisch super gut funktioniert. Ja, geil. Was auch überhaupt kein Wunder ist, weil diese Videos Leute... Natürlich, die triggern ja übertrieben. Das ist ja der größte Trigger der Welt. Jetzt wird mich jetzt... Das ist ja... ...erreichen, die diesen kulturellen Aspekt eben nicht kennen oder nicht verstehen. Dementsprechend sind die dann geschockt, wenn die das Thumbnail sehen und klicken darauf. Wenn auch nur, um ein Dislike dazulassen. Nach dem Hundevideo wollte es klicktechnisch mehr nicht danke. So gut laufen. Es sind zwar ein paar mehr geworden, aber immer noch nicht so das Wahre. Bis sie es wieder gemacht hat. 30.000 Klicks. Da es aber nicht nur auf YouTube, sondern auch in ihrem Kopf Klick gemacht hat, war der nächste Schritt schon zu erahnen. Und schon landete eine ganze Katze auf dem Teller, sowie 1,3 Millionen Klicks auf dem YouTube-Konto. Mann. Monetarisiert wohlgemerkt. Natürlich ist das monetarisiert. Ja, hier, komm, hier, pack hier noch 10 Mal rein, Alter, damit es richtig schön ist. Ich frag mich nur, warum ist das monetarisiert? Euch ist doch bewusst, was als werbefreundlich durchgeht, oder? Ja. Content für die ganze Familie, der auch von Jüngeren angeschaut werden kann. Jo, das sind ja Haustiere für die ganze Familie, ne? Also von daher wahrscheinlich. Mhm. Würdet ihr wollen, dass euer Sohn oder eure Tochter auf YouTube unterwegs ist und sowas zu Gesicht bekommt, weil es vorgeschlagen wird? Ich denke nicht. Aber der Content muss halt irgendwo vorgeschlagen werden. Sonst würden ja nicht solche Klickzahlen zustande kommen. Wollen wir noch mal kurz ein bisschen in das Thema Katzenfleisch in Vietnam abtauchen? Mhm. Es ist im Prinzip genau... Ey, das triggert mich wirklich extrem gerade, Alter. Also, dass halt dieser Content einfach hochgeladen werden darf und die Leute gezwungen werden, durch Empfehlungen sich das eventuell einzuverleiben und reinzuziehen. Einfach nur wirklich komplett krank und perfide. Das ist auch wirklich peinlich wieder von YouTube an der Stelle, dass das hier einfach wieder so durchgeht, ne? Aber dasselbe wie mit Hunden. Auch sie waren größtenteils vorher Haustiere. Und ich muss wirklich sagen, als Katzenbesitzer wird mir einfach schlecht bei dem Gedanken. Ich muss mir unweigerlich vorstellen, dass ich dort leben würde und jemand Shiro einfach klaut, auf dem nächsten Fleischmarkt verhökert und Shiro dann so endet. Oder so.
und dass der Typ, der das gemacht hat, auch noch davonkommt. Übrigens, das ist kein Geheimnis, auch in Vietnam nicht. Seit 1997 ist es technisch gesehen sogar illegal, Katzen zu essen aufgrund einer großen Rattenplage. Das ist ja auch nochmal das Ding, der epidemiologische verfickte Scheiße, Mann. Der Hintergrund in Betracht dessen auf Epidemien. Danke für die Bubble Emotes. Ihr wisst, was ich meine, Mann. Das ist halt auch ein großes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung, weil diese Tiere halt Krankheiten in sich tragen können, die der Mensch als Wirt nicht kennt. Siehe fucking Corona. Und der Sprung von einer Säugetier wie der Fledermaus auf den Menschen über ein Armadillo oder was es gewesen ist, ist auch nicht groß. Es ist nicht ungefährlich, diese Tiere zu verspeisen. Das gilt übrigens für alle Tiere. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Komm. Auch wenn man es kocht. Ja? Trotzdem können diese Tiere Krankheiten auf den Märkten verbreiten und so weiter und so fort. Noch, dass es extrem gefährlich ist, die Tiere zu essen, weil die ganz gerne mal mit Toxoplasmose infiziert sind. Ist ja nicht so, als hätte ich genau das gerade gesagt. Das ist so ein netter Parasit, der sich im Auge breit macht und zu einer Netzhautentzündung führt, durch den man erblinden kann. Gut, an der Stelle selber schuld, wenn es passiert. Erspare euch einfach mal die Bilder. Naja gut, ist ja auch egal. Gibt halt genügend Klicks auf YouTube. Und schon landen die nächsten drei Katzen auf der Platte. Vor Kamera. Aber auch das funktionierte irgendwann nicht mehr so krass. Man glaubt es kaum, aber sie hat es geschafft, selbst da noch was draufzulegen. Bambini, der kommt. Es folgte ein ganzer Ziegenkopf. Digga, friss doch einfach direkt bitte, Kinder, dieses falsche Lächeln, Digga. Da würde ich am liebsten einfach nur... Ey, unsere Welt, einfach nur traurig, Mann. Das Widerlichste ist noch, wie sie grinst und den Verzehrer von in Szene setzt. Was hat es für einen Vorteil, das Tier so zu essen, außer dass es die Leute schockt? Gar keinen. Es ist einfach nur ekelhaft und es widert einfach nur an und es soll einfach nur nennt schocken. Nennt mir einen einzigen. Das es hat folgt wirklich ein kulturelles. So ein Ding nach dem anderen. Wachtel- und Entenembryos. Ganze Hasen. Kuhaugen, Schweinegehirn. Komplette Milchziege. Alter. Enten samt Schnäbeln, eine Suppe aus Entenblut und zum Abschluss noch lebende Bienenlarven. Alter. Nach wie vor sind das Videos, durch die dieser Kanal am Leben gehalten wird. Nach wie vor, nach über 500 Videos, wird das Geld immer noch nicht in die Videoqualität investiert, sondern lieber in zu einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit geklauten und dahingerichteten Haustieren, die auf dem Teller landen. Es ist wirklich einfach nur belastend, sich sowas anzuschauen, oder? Seid doch mal ganz ehrlich. Vor allen Dingen sind einem da wirklich fast die Hände schon gebunden, weil man halt nur damit konfrontiert wird. Es ist leider ganz weit weg und man kann da dagegen nichts tun, außer diese Scheißkanäle zu reporten. Und es verläuft sich dann irgendwo im Sand und es passiert eh nichts. Traurig, Mann. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte. Warum ist es ekelhaft, wenn man Katzen isst und wenn man eine Kuh isst nicht? Das habe ich dir gerade eben versucht zu erklären, weil unser Bezug dazu einfach anders ist. Das andere sind Haustiere, die sind domestiziert und das andere sind... Nutztiere, die halt nicht domestiziert sind im Sinne eines Haustieres. Das heißt, die laufen nicht bei dir in der Wohnung rum. Ich zum Beispiel mache da keinen Unterschied. Ich esse deshalb auch kein Schwein, weil das für mich kein Unterschied ist. Aber die Leute haben halt nun mal diesen Unterschied im Kopf, dass ein Hund nun mal ein anderes Tier ist als ein Schwein. Dass es bei einem Schwein okay ist und bei einem Hund nicht. Das mag jeder für sich selber argumentieren. Und ich will jetzt auch keine Grundsatzdebatte über Veganismus oder Vegetarismus anleiten. Aber ja, trotzdem ist das eine ziemlich abgefuckte Scheiße, die da abgeht. Das muss man einfach mal sagen. Katzen- und Hundeessen ist nicht nur in asiatischen Ländern halbwegs normal. Auch in unserem schönen Nachbarland, der Schweiz, wird das gemacht. What? Kein Mist. Es ist zwar illegal, das Fleisch von Hunden oder Katzen zu verkaufen, allerdings darfst du dir ein lebendiges Tier holen und es dann selber schlachten. Was? Solange es tierschutzkonform ist. Frage ist halt, macht das irgendjemand? So empfiehlt uns ein Rheintaler Bauer, Hunde doch mal gleich als Gulasch zu probieren. Oh. Ach, und die sollten übrigens auch unter einem Jahr alt sein. Sonst wären die nämlich zäh. Kannst du dir nicht ausdenken, oder? Oh. Zum Glück ist es dort eher verpönt. So, kommen wir zum Schluss und der Frage, warum ich das Video überhaupt gemacht habe. Erstmal als Trittbrett für Kritik an Vietnam und ihren dortigen Bräuchen, bezogen auf dieses Thema. Es ist meiner Ansicht nach wichtig, dass Leute kapieren, was so auf dieser Welt geschieht. Außerdem ist es ein absolutes Unding, dass solche Videos auf YouTube gerade noch monetarisiert existieren dürfen. Ja. Die Plattform wird halt leider auch von sehr jungen Menschen besucht. Ja, die Plattform kommt aber auch einfach leider nicht hinterher. Das Problem ist, die Plattform wird ständig nur gehatet dafür für den Scheiß, den sie bekommt. Aber was alles richtig passiert, das sagt auch leider niemand. YouTube macht schon sehr vieles richtig. YouTube macht auch sehr vieles falsch, aber so funktioniert es halt, ne? Und das geht's ja nicht. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Scheiße hochgeladen wird und wie viel Scheiße wir auf YouTube nicht sehen, ja? Also schaut euch mal bitte vor, also was wir auf YouTube nicht sehen. Wir sehen auf YouTube selten Pornos, wir sehen keine Enthauptungen, keine ISIS-Beheadings oder sowas und sowas. Also
Sowas ist immer sehr, sehr schnell vom Algorithmus runter. Ja? Man muss auch mal dafür YouTube argumentieren, dass sie schon sehr, sehr viel dafür tun, die Plattform möglichst clean zu halten. Dass das nie hundertprozentig möglich ist, weil halt nun mal ganz anders agieren und intelligenter sind als eine Maschine noch. Das ist leider so. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was es Blondie, in denen auslösen kann, wenn sie sowas zu Gesicht bekommen. Und zu guter Letzt, ich weiß, dass es für die meisten von euch etwas anderes ist, einen Hund oder eine Katze zu essen. Die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Jetzt warum wird das Leben oder das Leid eines Lebewesens mal mehr oder mal weniger stark berücksichtigt? Worin unterscheidet sich so eine Kuh eigentlich von einer Katze oder von einem Hund? Danke schon für die Zeit. Was macht das Leid einer Kuh weniger schlimm im Kopf der meisten Menschen? Danke. Denn auch hierzulande gibt es genügend Massentierhaltung und unzumutbare Bedingungen. Ich werde dazu keine direkte Wertung abgeben. Ich möchte euch einfach mal auf dieses Thema aufmerksam machen, damit vielleicht einfach mal der ein oder andere selber anfängt, darüber nachzudenken. Beantwortet die Frage einfach für euch. Ihr müsst es nicht unbedingt vor anderen begründen, aber hinterfragt, ob es als Argument durchgehen kann, dass es einen Nutz und das andere halt Haustiere sind. Eine Kuh hat genauso ein Nervensystem wie ein Hund und beide können zum Beispiel depressiv werden. Und eine Kuh hat genauso ein komplexes Sozialsystem und Sozialverständnis wie ein Hund. Das nur mal zur Info, aber wie gesagt, ich will jetzt hier keine große Diskussion anleiten. An der Stelle kann ich nur sagen, bitte. Ja, Junge. Versucht. Boah, die zwei Kackfressen kann ich nicht mehr sehen. Also, Digga, riesiges, geiles Video, Bro. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Ging mir doch ganz gut rein, Just Nero. Zieht schon runter. Ist aber eine Sache, die man wieder nur an YouTube geben kann und sagen kann, reporten, Just Nero. Der edelste Edelmann hier, der auf jeden Fall auf solche Dinge immer wieder aufmerksam macht. Vielen, vielen Dank dafür.